Thema. Wer von euch am 25. Februar vorigen Jahres im Kino International war, zum 70. Geburtstag der jungen Welt, hat ihn erlebt, den großen, den wichtigsten uruguayischen Liedermacher Daniel Viglietti. Wir hätten sehr gerne gehabt, dass er heute auch wieder hier auf dieser Bühne steht. Das ging aber nicht, er ist im Oktober verstorben. Aber seine Lieder bleiben und seine Lieder sollt ihr heute hören, nicht von ihm selber gesungen. Ich werde gleich euch erzählen, wer das macht. Noch ein paar Worte, zu Daniel Viglietti. Daniel Viglietti ist nicht nur der wichtigste Uruguayische, sondern er ist einer der ganz großen lateinamerikanischen Liedermacher gewesen, der immer für Wahrhaftigkeit, für Solidarität mit den Armen, mit den Unterdrückten, mit den Landlosen in Brasilien, den Zapatisten in Mexiko sich eingesetzt hat und ganz besonders schon im Jahre 1973, als der Putsch in Chile war, gegen sein Lied Por Todos Chile, für unser Chile um die Welt. Ja, das Konzert, von dem ich eben gesprochen habe, also im 25. Februar im Kino International, ist aufgezeichnet worden und ist zu erhalten hier in diesem Hause als eine CD. Die CD nennt sich Otra Voz Canta, hinter meiner Stimme. Noch eine Ansage dazu. Ihr werdet als Erinnerungskonzert an Daniel Viglietti am 21. Februar 20 Uhr in der Wabe mit mehreren anderen Künstlern, Hans-Eckard Wenzel wird dabei sein, werdet ihr noch einmal Daniel Viglietti hören können. Jetzt, heute, erlebt ihr seine Lieder, gespielt von erstens dem Liedermacher Tobias Thiele, der auch singen wird, der sich schon länger mit lateinamerikanischen, auch kubanischen Liedern beschäftigt. Es wird dazukommen der chilenische Liedermacher, Dichter und klassische Gitarrist Nicolas Rodrigo Miquea, ein ganz wunderbarer Gitarrist, den wir kennengelernt haben in der Jungwelt Ladengalerie. Ich bin total begeistert gewesen von ihm. Er hat viele wichtige Preise bereits erhalten, an vielen wichtigen Städten studiert. Erleben konnten wir ihn dort in Berlin mit seiner Hommage an Victor Jara. Und das Ganze wird wie im Februar vorigen Jahres nicht nur ergänzt, sondern ganz entschieden geprägt, diese Lieder durch den Theater- und Filmschauspieler Rolf Becker, der als Antifaschist erklärter Kriegsgegner immer auf der Seite der Unteren stand, ein wichtiger Freund der jungen Welt ist, ein wichtiger Freund von uns allen. Er hat mit Daniel Viglietti schon im Jahre 1975 zusammengearbeitet, von dem er übrigens sagt, er hat uns Geschichte geschenkt. Was darüber hinaus hört ihr nun selber von Rolf Becker. So unterschiedliche Fahnen. Und die Armut ist überall die gleiche. Ich möchte meine Landkarte zerreißen und eine Karte für alle Formen, Mestizen, Schwarze und Weiße. Ein Text von Daniel Viglietti. Seid herzlich begrüßt, Daniel Viglietti, den etliche unter euch vor einem Jahr, genau am 24. Februar 2017, noch im Kino International erlebt haben. Im Oktober ist er von uns gegangen. Als wir uns damals kurz verabschiedet haben von ihm, haben wir nicht geahnt, dass es ein Abschied für immer sein würde. Weitere in Deutschland geplante Konzerte in Frankfurt, in Köln, in München und Hamburg. Dazu ist es leider nicht mehr gekommen.
Daniel Vegetti, 4 Jahre jünger als ich, Jahrgang 1939. Wir haben uns kennengelernt Anfang der 70er Jahre. Der Grund: 1972 wurde er wegen seiner Zusammenarbeit mit den Tupamaros in Uruguay festgenommen von der damals noch bürgerlichen Regierung. Es entstand trotzdem international breite Unruhe. Und der Architekt Oskar Niemeyer, Jean-Paul Sartre, viele andere initiierten eine Kampagne, die so groß wurde, dass Daniel Vegetti wenige Tage vor Militärputsch noch freikam über Argentinien, Brasilien, dann nach Frankreich und von Frankreich aus nach Köln, wo wir dann viele Sendungen gemeinsam gemacht haben über einen damals noch fortschrittlichen Sender des Westdeutschen Rundfunks, der mittlerweile im Rahmen der ARD wie alle anderen, ich sage mal vorsichtig, etwas eingeebnet worden ist. In Köln gemeinsame Arbeiten mit einer Familie, César und Graciela Salsamendi, ebenfalls aus Uruguay, ebenfalls rechtzeitig das Land verlassend und jetzt im Exil Radiosendungen produzierend, die über den Deutschlandfunk, über den WDR und andere Sender ausgestrahlt wurden in die lateinamerikanischen Länder. Nach dem Militärputsch in Uruguay folgte der verheerende, vom CIA unterstützte und finanzierte Putsch in Chile, der Allende ablöste und Pinochet an die Macht brachte. Der WDR-Redakteur war damals Hein Brühl. Viele seiner Texte, auch die, die wir gleich zitieren, sind übersetzt worden von Hein Brühl zusammen mit Graciela Salsamendi. Heinz von Kramer gehörte dazu. Es bildete sich eine ganze Gruppe, die Lateinamerika-Nachrichten, damals hießen sie noch Chile-Nachrichten, kamen heraus. Etliche Künstler waren daran beteiligt. All das ist leider Gottes sehr zurückgegangen. Ein besonderer Tag noch war für ihn 1974 der Tag des politischen Liedes beim Festival hier in Berlin, damals Ost-Berlin. 1984 konnte er zurückgehen nach Uruguay. Wir hatten uns dann lange Zeit nicht gesehen. Es gab ein Wiedersehen und im Jahr 2012, da habe ich gearbeitet in Uruguay, ihn natürlich sofort angerufen, besucht. Ja, wir sind zusammen durch die Stadt gegangen. Ich habe Uruguay und Montevideo durch ihn kennengelernt und etwas kennengelernt, was mich bis heute sehr berührt. Wir saßen oft zusammen in einem kleinen Café gegenüber vom Teatro Solis. Das Teatro Solis ist die Stätte, an der er am 31. Oktober aufgebahrt wurde und wo dann einen Tag nach seinem Tod Tausende und Abertausende von ihm Abschied genommen haben. Daniel Vegetti, Vertreter des Canto Popular, wie Violeta Parra, wie Victor Jara, nicht zu reduzieren auf den einfachen Begriff des Protestsängers, ja zum Kampf für ein unabhängiges, freies Lateinamerika. Aber das schloss für ihn ein, ich mache menschliche Lieder. Er war, ich will nicht sagen ideologiefeindlich, aber er war zurückhaltend in den ideologischen Fragen. Es ging ihm um das Lied, wie er gesagt hat, das Lied, das wir alle zusammen schreiben und singen müssen. Oder eine andere Zeile von ihm, wir sind Bezugspunkte eines kollektiven Gedächtnisses. Lass uns das aufnehmen und weitergeben. Hört, hört, hinter meiner sie singt.
weit von früher von fern, ausbegraben in Bildern, hört nur, sie singt. Sie sind noch nicht tot, so hör doch, oh hör, wenn man ihr Lied singt, sind sie wieder hier. Sie singt mit mir, sie singt mit dir. Otra voz canta, eine andere Stimme singt. Ein Text von Circe Maia, übersetzt mit Daniel zusammen. Ein Text bezogen auf die Stimmen derer, denen es nicht gelang, Uruguay damals zu verlassen. Wir waren zusammen unten am Hafen von Uruguay. Zwei riesige Glaswände mit Tausenden von Inschriften. Nur Namen. Namen der Ermordeten aus der Zeit der Militärdiktatur. Wir gingen durch diese Glaswände und Daniel machte nur eine kleine Bemerkung. Mein Name fehlt. Hinter meiner Stimme, höher, höher, singt eine andere Stimme. Sie kommt von früher, von fern, kommt aus begrabenen Mündern und singt. Sie sagen, dass sie nicht tot sind, solange sich eine Stimme erhebt, die sich ihrer erinnert und singt. Hör sie, eine andere Stimme singt. Sie sagen, dass sie jetzt leben, in deinem Blick, in deinen Worten. Stütze sie mit deinem Leben, dass sie nicht verloren gehen, dass sie nicht fallen. Hör, hör, eine andere Stimme singt. Sie sind nicht nur Erinnerung, sie sind offenes Leben. Sie sind ein Weg, der beginnt. Sie singen mit mir. Sie singen mit dir. Sie sagen, dass sie nicht tot sind. Hör sie, hör. Solange sich eine Stimme erhebt, die sich ihrer erinnert und singt. Sie singen mit mir. Mit dir singen sie. Sie singen mit dir. Mit uns singen sie. Viele Stimmen sie singen, hört, hört, hinter meiner sie singen, weit von früher von fern, ausbegraben in Mündern, hört nur, sie singen. Sie sind am Leben, in deinem Blick, halt sie in deinen Augen mit Würde und Glück, halt sie in deinem Leben, so dass sie nicht gehen. Sie sing mit mir, sie sing mit dir, sie sind nicht vergangen, sie sind offenes Leben, Wege, die sie anfangen und die wir weitergehen. Sie sing mit mir, sie sing mit dir, sie sind noch nicht tot, so hör doch, oh hör, wenn man ihr Lied singt, sind sie wieder hier. Sie sing mit mir, sie sing mit dir, sie sing mit mir, sie sing mit dir, sie sing mit mir, sie sing mit dir, mit uns singen sie, sie singen hier.
por detrás de mi voz. Escucha, escucha. Otra voz canta. Viene de atrás, de lejos. Viene de sepultadas bocas. Y canta. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Escucha, escucha, otra voz canta. Dicen que ahora viven en tu mirada, sosténlos con tus ojos, con tus palabras. Sosténlo con tu vida, que no se pierdan, que no se caigan. Escucha, escucha, otra voz canta. No son solo memoria, son vida abierta, continua y ancha, son camino que empieza. Cantan conmigo, conmigo cantan. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Cantan conmigo, conmigo cantan. No son solo memoria, son vida abierta, son camino que empieza y que nos llama. Cantan conmigo, conmigo cantan. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Cantan conmigo, conmigo cantan. No son solo memoria, son vida abierta, son camino que empieza y que nos llama. Cantan conmigo, conmigo cantan. Cantan conmigo, conmigo cantan. Cantan conmigo, conmigo cantan. Ja, Daniel Villetti. Villetti. Dank für die lange Freundschaft. Ades alambrar. Wörtlich übersetzt würde es heißen, entzäunen. Ein Wort, das wir nicht kennen im Deutschland. Reißt die Zäune nieder, kann man es nur übersetzen. Ich frage die Anwesenden, habt ihr nie daran gedacht, dass dieses Land uns gehört? Nicht denen, die mehr haben? Ich frage, denkt in diesem Land niemals jemand daran, wenn die Hände uns gehören, gehört uns auch, was sie geben? Reißt die Zäune nieder! Reißt die Zäune nieder! Denn dieses Land gehört uns. Es ist deines und seines. Es gehört Pedro, Maria, Juan und José. Am 21. Februar im Wabe, den Berlinern ist es bekannt, am Prenzlauer Berg abends eine Hommage an Daniel Villetti mit Nicolas Mikea, mit Tobias Thiele und vielen anderen Kollegen, fast auf das Jahr genau, wenige Tage vor dem Tag seines letzten Auftretens hier in der Bundesrepublik im Kino International. Daniel Villetti, ein Tropfen bewirkt nur wenig. Aber viele Tropfen werden zur Flut. Lass uns den Satz mitnehmen.
Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos den. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro, María, de Juan y José. Si molesto con mi canto alguno que ande por ahí, le aseguro que es un gringo o un dueño del Uruguay. A desalambrar, que la tierra es nuestra, suya y de aquel, de Pedro, María, de Juan y José. Pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros sino del que tenga más. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro, María, de Juan y José. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro, María, de Juan y José. Dank, und ich denke, Daniel Viglietti hätte seine Freude daran, wissend oder sehend, dass eine Generation heranwächst, die das weitertragen wird, was er nicht mehr vollenden konnte, was er versucht hat bis in seine letzten Stunden. 3 Tage vor der Operation, die leider Gottes schief ging, hat er sein letztes Konzert gegeben bei Montevideo, 30 Kilometer nördlich von Montevideo, der Titel des Konzertes Che Guevara. Wir können weitermachen, solange es uns weiter trägt, und hoffen, dass dann Generationen da sind, die das vollenden, woran wir gescheitert sind. Mit Dank. Mit Pablo Neruda, Daniel kannte ihn, Neruda kannte Daniel,
so wie Victor Jara die Lieder von ihm gesungen hat und er die Lieder von Victor Jara oder von Violeta Parra. Pablo Neruda, mein Herz ist in diesem Kampf. Mein Volk wird siegen. Alle Völker werden siegen. Eins ums andere. Diese Schmerzen, so viele Tränen, ausgepresst wie aus Tüchern. Tränen, versickernd in Höhlen der Wüste, in Gräbern, auf den Stufen menschlichen Martyriums. Aber die Stunde wird kommen, der Augenblick, wo das Volk die leeren Straßen füllt mit seinen unverbrauchten und unbeirrbaren Dimensionen. Hier ist meine zärtliche Liebe für diese Zeit. Ihr kennt sie. Ich habe keine andere Fahne. Pablo Neruda, und ich denke, wenn die Zeit noch gegeben ist, ich weiß nicht, wie es aussieht, sind wir eng oder wir sind eng? Sonst hätte ich noch einen Text von Fidel Castro vorgelesen, das lassen wir. Hab ganz herzlichen Dank, das Programm muss weitergehen. Tschüss, macht's gut.